Hey Fuchs, ich hatte das ja schon im Wochenrückblick gesagt, dass es mir nicht so gut geht und dass mir schon seit einigen Tagen irgendwie die ganze Zeit so übel ist. Ja, ich war heute beim Arzt, weil ich bin heute Morgen aufgewacht und es wurde einfach nicht besser, ne? Ja, bin jetzt wie gesagt gerade beim Arzt gewesen, habe da fast 2,5 Stunden verbracht mit EKG, mit Blutabnahme, mit allem Pipapo. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal bis Mittwoch krankgeschrieben und muss mir gleich noch Tabletten holen gegen Übelkeit. Ich habe die wohl schon mal verschrieben gekriegt, meinte der Arzt. Kann ich mich jetzt zwar nicht mehr dran erinnern, aber vielleicht habe ich davon auf jeden Fall sogar noch welche zu Hause. Dann muss ich nicht nochmal los zur Apotheke. Nervt mich tierisch. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ihr könnt euch das so vorstellen, meine Übelkeit ist so, als ob ich die ganze Zeit richtig Hunger habe, also einen richtig leeren Magen und ja, es ist halt wie gesagt einfach nur nervig, macht echt überhaupt keinen Spaß, aber ja, wenn es einem nicht gut geht, macht das natürlich keinen Spaß. Ich hoffe, dass sich das dann jetzt in den nächsten 2 Tagen auf jeden Fall beruhigt. Denn ja, gefällt mir überhaupt nicht. Ja, mal schauen. Ich hoffe einfach, wie gesagt, dass es besser wird. Und dann, oh, drückt mir mal die Daumen. Ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen sehen. Es ist noch relativ dunkel. Ist ja auch noch früh am Morgen. Und es ist ein ungewöhnliches Bild. Denn ich bin das erste Mal seit über 2 Monaten oder so. Ja, mal nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, heute ist Donnerstag. Ich war die letzten 3 Tage krankgeschrieben. Ja, ich weiß es auch nicht. Irgendwie ist meine allgemeine Gesundheitslage nicht ganz so toll, weil ich mich nicht so gut fühle. Mir ist tatsächlich genau heute, seit einer Woche, ist mir dauerhaft übel. Das ist auch immer noch nicht weg. Ja, und dann war ich halt am Montag beim Arzt und habe mich einmal durchchecken lassen, auch unter anderem mit der Blutabnahme und EKG wurde auch gemacht. Alles scheinbar irgendwie unauffällig. Ich kann es nur so sagen, wie man es mir auch gesagt hat. Trotzdem fühle ich mich nicht wirklich wohl. Ja, ich gucke mir das jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tage an und dann mal schauen. Also das nervt mich halt total und das ist auch der Grund, warum ich heute echt gar keinen Bock hatte, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ja, ich habe auch nicht ganz so gut geschlafen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die letzten 3 Tage war ich krankgeschrieben, habe mich zu Hause ausgeruht, habe ein bisschen gezockt. Hab ein bisschen an meinem Terrarium weitergearbeitet, weil das ja alles nichts Anstrengendes ist. Also habe einfach ein bisschen Styropor zurechtgeschnitten und so. Aber wie gesagt, da möchte ich auch gar nicht zu viel von erzählen, weil dafür gibt es ja schließlich noch das Gecko-Tagebuch. Ja, und wie gesagt, richtig gut geht es mir auf jeden Fall immer noch nicht. Jetzt geht's halt ab zur Arbeit und zu einem Überfluss habe ich heute auch noch einen Termin beim Zahnarzt, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Ach, kommen mir die Tränen, so schlimm ist Gott sei Dank noch nicht. Auf jeden Fall habe ich heute noch einen Termin beim Zahnarzt und da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich habe das ein bisschen schlüren lassen. Ich war ziemlich lange nicht da. Ich weiß, das soll man nicht machen. Aber ja gut, jetzt habe ich zumindest einen Termin. Heute geht es dahin. Und dann wird einmal nachgeguckt. Einmal eine Zahnreinigung noch gemacht. Die kostet mich auch wieder richtig Kohle. Aber gut, muss halt gemacht werden. Und vorher wollte ich noch zu Fiemann, weil das ist genau gegenüber.
und wollte mich mal umgucken wegen einer neuen Brille oder vielleicht sogar zwei neuen Brillen. Mal schauen, ob ich da irgendwas finde. Und ja, das ist so der aktuelle Stand. Deswegen, ich habe auch die letzten 3 Tage natürlich dann nichts irgendwie aufgenommen, weil, ja, wie gesagt, weil es mir einfach nicht so gut geht. Ne? Schön ist anders, aber muss man halt irgendwie durch. Und ich bin auch froh, dass ich mein Video, mein 90er Video, was gestern kam, dass ich das am Wochenende schon aufgenommen hatte, weil ich war gestern auch wirklich nicht so gut drauf, also dass ich das hätte aufnehmen können. Naja, so, wie gesagt, jetzt geht's erstmal zur Arbeit. Heute nach wahrscheinlich knapp über 2 Monaten das erste Mal wieder mit Bus und Bahn, beziehungsweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Bus fahre ich ja gar nicht, fahre ja nur mit der Bahn. Ja, und ich würde mal sagen, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Schnipsel. So, ich bin schon wieder unterwegs. Ich habe zwar noch knapp 2 Stunden Zeit bis zu meinem Zahnarzttermin, aber ich habe ja heute Morgen schon gesagt, dass ich noch bei Fielmann vorbeischauen wollte, weil ich mir ganz gerne mal ein paar Brillen angucken möchte. Ich hoffe, dass das zeitlich auch alles gleich klappt. Ich bin jetzt auf jeden Fall unterwegs zum Bus. Und ja, ich war jetzt echt ganz kurz zu Hause, kurz geduscht, habe mich kurz umgezogen. Wie gesagt, bin jetzt unterwegs zum Bus. Und ja, dann geht's gleich ab nach Fiemann. Und ich bin echt mal gespannt, ob ich da in der Kürze der Zeit was Vernünftiges finde. So, ja, bis zum nächsten Schnipsel. So, hoch die Hände, Wochenende. Ja, es ist Freitag, es ist Wochenende. Gut, meine Woche war jetzt nicht super lang, dadurch, dass ich 3 Tage krankgeschrieben war, aber trotzdem, Wochenende ist immer ein schönes Gefühl. Und ja, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu gestern. Ich war ja bei Fielmann und beim Zahnarzt. Fielmann hat mega funktioniert. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich in einer Stunde 2 Brillen finde. Hat aber super funktioniert. Also ich habe jetzt eine Brille für die Arbeit und eine so für den Alltag. Dauert roundabout 2 Wochen, dann kann ich die abholen. Und die für den Alltag ist wirklich richtig, richtig schick. Werde ich euch dann natürlich zeigen, wenn ich sie dann abgeholt habe. Und ja, dann war ich halt beim Zahnarzt. Es wurde nachgeguckt. Es ist alles okay soweit. Das hat mich natürlich definitiv gefreut. Dann habe ich noch eine Zahnreinigung bekommen. Auch immer gut, weil ja, danach hat man einfach eine frische Kauleiste. Ne? Ist alles schön und so, schön sauber. Ja, jetzt bin ich zu Hause. Jetzt werde ich mich gleich wieder ein bisschen an meinen Terrarienkram setzen, denn ich habe wirklich Bock, da endlich mal einen großen Schritt weiterzukommen. Das Ganze werde ich dann natürlich dann im zweiten Teil vom Terrarium beziehungsweise vom Gecko-Tagebuch dann euch erzählen. Aber ein bisschen muss ich noch was tun, weil jetzt würde es sich auf jeden Fall noch nicht lohnen, einen zweiten Teil davon zu machen. Ja, das soweit erstmal von mir. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Schnipsel. Moin, Fuchs. Oh, Alter, meine Stimme. Gestern zu viel gequatscht im Discord oder was? Keine Ahnung. Ja, es ist Samstag, kurz vor 10. Ich werde jetzt erstmal zum Bäcker latschen, weil ich habe echt übelst Hunger. Und ja, das Wetter ist soweit erstmal ganz schön. Es ist noch nicht mega warm. Und ja, schauen wir einfach mal, was der Tag so bringt. Heute Abend sind ja in Bielefeld die Nachtansichten. Ich weiß noch nicht, ob ich da hingehe. Man kann auch einfach so in die Stadt, ohne eine Karte zu kaufen. Wenn man eine Karte kauft, kann man natürlich dann auch die einzelnen, ja, sage ich mal, Orte drin besuchen. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich lasse das alles auf mich zukommen. Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal, wie gesagt, zum Bäcker ein bisschen in Ruhe frühstücken und dann schauen wir einfach mal, wie gesagt, was der Tag so bringt. Nachdem ich mal wieder ein bisschen was für mein Terrarium gemacht habe
wo mir auch gerade ehrlich gesagt einfällt, dass das, was ich letztes Mal irgendwie die Tage erzählt habe, dass es noch gar keinen Sinn macht, eine zweite Folge von meinem Leopardgecko-Terrarium zu machen. Also Leopardgecko-Tagebuch ist es eigentlich völliger Quatsch, weil ich könnte definitiv jetzt demnächst mal irgendwie mich an eine zweite Ausgabe ransetzen. Whatever. Ich habe da jedenfalls heute wieder ein bisschen was gemacht. Und ja, jetzt werde ich gleich erstmal kurz zum Rewe, werde da ein bisschen was einkaufen. Und dann muss ich nochmal zum Rewe oder könnte ich nochmal zum Rewe, denn mein Bodengrund für das Terrarium ist angekommen. Das sind einfach mal 40 Kilo, die jetzt da schön in der Packstation liegen. Also ja, mal gucken, ob ich da dann gleich noch Bock habe. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal in den Rewe. Werde da ein bisschen was einkaufen, damit ich ein bisschen was da habe. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie gesagt, was der Tag heute noch so bringt. Ich hatte eben noch den Bodengrund abgeholt aus der Packstation. Einfach mal schön 40 Kilo da rausgewuchtet. Ja, und jetzt war ich gerade noch mal im Hornbach und habe noch ein bisschen was fürs Terrarium gekauft. Jetzt nichts großartig Besonderes, aber irgendwie, da ich gerade sowieso nicht wirklich was zu tun hatte und auch nicht wirklich Bock hatte, in der Bude zu sitzen, ja, war ich jetzt gerade noch mal kurz im Hornbach, habe noch ein bisschen was gekauft, wie gesagt, das werdet ihr dann alles im Gecko-Tagebuch sehen. Und ja, schauen wir mal, was der Abend jetzt noch zu so bringen. Also, das mit den Nachtansichten ist irgendwie gerade noch nicht so safe. Ob ich da überhaupt noch Bock drauf habe oder bis jetzt hat sich zumindest noch nicht wirklich jemand gefunden, der da noch so mit mir hingeht. Aber es ist ja auch noch früh und ja, wir schauen einfach mal, was der Abend heute noch so bringt. Lassen wir uns mal überraschen und ich würde einfach mal sagen, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Schnipsel. So, wie ihr seht, ich bin jetzt tatsächlich doch noch mal unterwegs. Und ich fahre jetzt in die Stadt zu den Nachtansichten. Ja, ich treffe mich da mit meiner ehemaligen Nachbarin. Die hatte gefragt, das war jetzt alles irgendwie ziemlich spontan. Und ich muss auch einfach sagen, ich habe auch keine Lust bei diesem schönen Wetter, auch wenn das jetzt hier alles ziemlich bewölkt ist. Es ist aber nicht kalt, habe ich auf jeden Fall keine Lust, ja, zu Hause rumzusitzen. Ich werde euch definitiv zwischendurch mal mitnehmen, werde euch ein paar Impressionen von den Nachtansichten zeigen. Ich bin natürlich auch sehr mutig. Ich bin mit nur 80% Akkuladung jetzt aus dem Haus. Aber ja, das sollte wohl alles irgendwie hinhauen. Deswegen ab zu den Nachtansichten jetzt und dann mal schauen, wie das so wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir sehen uns.
Moin, Folks. Ja, ey, das war auf jeden Fall eine relativ kurze Nacht. Ich war gestern, glaube ich, so um 1:30 oder sowas zu Hause. Und ja, jetzt haben wir es irgendwie kurz nach 8 und ich bin auf jeden Fall noch ziemlich müde. Aber der Hunger hat mich quasi getrieben. Ich war jetzt gerade beim Bäcker, werde jetzt gleich in Ruhe frühstücken. Und ja, ich wollte eigentlich ein kurzes Fazit zu den Nachtansichten gestern loswerden, weil ich fand es wirklich richtig, richtig gut. Also ich habe euch ja einiges eingeblendet und ich muss wirklich sagen, das hat echt, echt Spaß gemacht. Wir haben jetzt tatsächlich gar nicht so viel gesehen, aber die Orte, an denen wir waren, fand ich persönlich eigentlich durchweg cool. Ob es jetzt das Krankenhausmuseum gewesen ist, wo man halt wirklich echt alte, ja, so alte Instrumente gesehen hat. Oder dann waren wir in der Volkshochschule, wir waren in so einem kleinen Hippie-Atelier mit wirklich krassen Räumen, also und zum Abschluss dann noch im Wiesenbad, also im Freibad und da einfach wirklich mit unfassbar geilen Lichtinstallationen. Also das haben sie auch echt richtig cool gemacht, weil man das dann quasi immer so mit dem Buzzer aktivieren konnte. Das musste dann immer aufladen und wenn das dann wieder ging, konnte man diesen Buzzer betätigen. Also man hat natürlich oder man hätte noch viel, viel, viel mehr sehen können. Aber wir haben das ja auch vorher nicht durchgeplant. Wir waren ja relativ spontan da. Und ja, wie gesagt, all das, was wir gesehen haben, haben wir auf jeden Fall genossen. War cool, war, hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie gesagt, jetzt werde ich frühstücken. Nachher, wenn es trocken dann hoffentlich ist, zu meinen Eltern. Und ja, dann schauen wir mal, was der Tag auf jeden Fall noch so bringt. Wir sehen uns beim nächsten Schnipsel. So, ich war bei meinen Eltern und da das Wetter ja eigentlich ziemlich gut ist, ja, bin ich gerade mit dem Bike noch spontan ein bisschen rumgefahren, habe noch einen Kumpel und seine Frau besucht. Mit denen noch ein bisschen gequatscht, dann noch was gegessen. Und heute ist Hermannslauf, also das heißt, die Läufer laufen vom Hermannsdenkmal bis zu Sparrenburg nach Bielefeld. Da bin ich auch noch kurz vorbeigefahren, weil ich mir dachte, ach komm, ich gönne mir mal eine Bratwurst. Aber ich war gestern im Rewe an der Fleischtheke, habe gut Fleisch eingekauft. Und ja, das muss ja auch noch weg. Deswegen dachte ich mir, komm, verzichte ich mal auf die Bratwurst und fahre nach Hause. Ja, ihr seht es vielleicht. Ich bin auf jeden Fall gut durchgeschwitzt. Vielleicht seht ihr es auch nicht. Ist auch egal. Und das Schöne ist, es ist noch nicht mal 1 Uhr, es ist kurz vor 1. Und das heißt, der Tag ist noch relativ lang. Und ja, schauen wir mal, was jetzt noch ansteht. Ob ich noch ein bisschen was terrarientechnisch mache oder einfach nur chille und zocke. Wie auch immer, ja, ich würde mal sagen, entweder war es das für heute oder vielleicht melde ich mich ja irgendwie später nochmal. Und ja, das soll es dann auf jeden Fall fürs Erste erstmal gewesen sein.